Volksvertreter, das Gesellschaftsspiel. Los geht's, Spiel Volksvertreter. Stopp, du hast einen Fehler gemacht. Zurück auf Start. Schließlich hast du einen Dienstwagen mit Chauffeur. Wie soll ein Volksvertreter denn sonst täglich zur Arbeit kommen? Zieh eine Ereigniskarte. 2008, die Ettenerhöhung auf 7.339 Euro im Monat. Glückwunsch! Hinzu kommt eine monatliche steuerfreie Kostenpauschale in Höhe von 3.700 Euro, deren sachgerechte Verwendung du nicht belegen musst. Und weiter geht's! Nächstes Ereignis. Diesmal eine Diätenerhöhung. Glückwunsch! Jetzt hast du in nur 2 Jahren 9,4% mehr Geld bekommen. Zeit, sich zu bedanken. Bei dir selbst. Vielen Dank für die Gehaltserhöhung. Och, das habe ich doch gern gemacht. Und schon geht's weiter. Oh, ein Abstimmungsfeld. Worum es jetzt wohl bei dieser Abstimmung geht? Wie spannend. Es geht um eine Erhöhung der Diätenerhöhung. Glückwunsch. Ah, zieh eine zweite Karte. Super, noch eine Diätenerhöhung auf 8.159 Euro. Wenn du dafür stimmst, wäre das in 3 Jahren eine Gehaltssteigerung von 16%. Hinzu kommt eine monatliche steuerfreie Kostenpauschale in Höhe von über 4.000 Euro, deren sachgerechte Verwendung du nicht belegen musst. Schließlich musst du dich mit deinen Diäten ja an der Besoldung von Bundesrichtern orientieren. Und was kannst du schon dafür, dass die so viel verdienen? Wie? Weitere Erhöhungen verstoßen gegen deinen eigenen Bundestagsbeschluss? Und das mit den Bundesrichtern gilt laut diesem Paragraphen erst in 2 Jahren? Kann man das denn nicht irgendwie umgehen? Doch, natürlich! Ändere einfach die Spielregeln! Denn schließlich bist du Volksvertreter! Das Gesellschaftsspiel.